Was natürlich problematisch war in der gesamten Beurteilung dieses Mannes, er hat uns ja auch in vielen Fällen angelogen, muss man ja ganz klar so sagen. Und das ist so typisches Täterverhalten, wie ich es häufig erlebt habe, immer nur so viel einzuräumen, was man jetzt gerade nachweisen kann. Ich musste ja irgendwann eine Entscheidung treffen, wird die Person einem Ermittlungsrichter vorgeführt, wird sie das nicht. Und ich konnte das zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht guten Gewissens tun.